Hallo und herzlich willkommen im Wald. Ich bin wieder was gefragt worden. Diesmal ist Wurzelbrand ein Mythos oder gibt es das wirklich? Da hat nämlich ein Kollege von uns im diversen Outdoor, Survival, Bushcraft und so weiter Foren herumgestöbert und festgestellt, dass da immer mal wieder dieses Gerücht in Anführungszeichen auftaucht, dass es möglich sei, wenn man insbesondere ein Feuer im Boden macht, also in einem Löchlein, die Wurzelenden, die da reinragen, quasi zu entzünden und dass sich dann dieser Brand die Wurzel entlang im gesamten Wald ausbreitet als Schwelbrand. Grundsätzlich ist sowas vorstellbar, weil ein Schwelbrand, man würde ja zuerst mal denken, im Boden gibt es ja keinen Sauerstoff, ergo, da kann nichts brennen. Stimmt nicht. Erstens gibt es im Boden ein bisschen Sauerstoff, nicht viel, und der nimmt mit der Tiefe auch stark ab. Aber da dieses Loch, in dem wir unser Feuer machen und auch tatsächlich die Tiefe, in denen viele Wurzeln verlaufen, nicht besonders tief ist, ist da schon noch ein gewisser Sauerstoff vorhanden. Und zweitens ist so ein Schwelbrand gar nicht so sehr auf externen Sauerstoff angewiesen. Der ist nämlich per Definition nur ein Brand, der mit dem auskommt, was in der brennenden Verbindung an Sauerstoff ohnehin schon vorhanden ist. Und da Holz viel Sauerstoff enthält, ich glaube sogar 40%, schlagt mich, wenn ich mich irre, also Masse Prozent, wichtig. Da geht schon was. Aber, jetzt kommt das große Aber. Das nächste, was man denken würde, ja, der Boden ist doch zu feucht. Und das sollte im mitteleuropäischen Raum, also jetzt hier Deutschland, Frankreich, Schweiz, Österreich, Polen, Tschechien, so Ecken, eigentlich immer der Fall sein, dass es sein kann, dass die Wurzelenden, die ganz nah an dem Loch, in dem unser Feuer sich befindet, ein bisschen zu schwelen anfangen, ja sicher. Das ist schon relativ realistisch. Und was mir jetzt vielleicht möglicherweise noch einfallen könnte, wie das dann zum Problem werden kann, ist, wenn man dann halt eben das Feuer gelöscht hat, aus irgendwelchen Gründen schwelen diese Wurzelenden noch weiter. Ist auch super unrealistisch, aber das tun sie halt. Man schüttet das Loch mit irgendwelchem Laub oder Ähnlichem zu. Das ist super trocken, weil es ohnehin super trocken sein muss, damit die Wurzelenden überhaupt zu schwelen anfangen, beziehungsweise in die Wurzel hineinschwelen, die Wurzel entlang schwelen. Und dann geht aus diesem Schwelen der Wurzelenden tatsächlich dann das in diesen Laubhaufen, mit dem man das Loch zugeschüttet hat, über, und der fängt dann auch an zu schwelen und irgendwann entsteht dann theoretisch ein Feuer. Ja, oh, der Teufel ist ein Eichhörnchen. Möglicherweise könnte das sein, aber mir ist kein Fall bekannt, dass sowas mal vorgekommen ist. Was es aber definitiv nicht gibt, weil es handelt sich bei solchen Wurzeln garantiert nicht um schon lange tote Wurzeln, die in Anführungszeichen trocken genug wären, dass sie leicht brennbar wären. Denn solche Wurzeln, die schon lange tot sind, die sind dann auch schon mindestens ansatzweise von Pilzen im Boden abgebaut worden. Und abgebautes Holz oder halb abgebautes Holz, morsches Holz, brennt miserabel. Wie ihr wisst, wenn ihr schon mal versucht habt, das ins Feuer zu werfen. Ist also super unwahrscheinlich, dass es bei einer toten Wurzel dazu kommt, dass sich das durch den ganzen Bestand ausbreitet. Und es ist noch unwahrscheinlicher bei einer lebendigen Wurzel, weil Wurzeln sind das Gewebe im Baum, das noch am ehesten Wasser enthält, weil genau dafür sind sie ja zuständig. Primär erstmal den Wassertransport, den Baum hoch. Das ist auch wahnsinnig unwahrscheinlich, dass so ein feuchtes Material wie eine Wurzel da anfangen würde, die Wurzel entlang zu schwelen, in Richtung dahin, wo sich das Wasser noch mehr konzentriert. Quasi die kleinen dünnen Wurzeln lang zu den immer dickeren Wurzeln, wo noch mehr Wasser zusammenläuft und dann die Wasserleitung entlang brennen, in Anführungszeichen. Wie gesagt, das mag vielleicht in manchen Gegenden auf dem Planeten schon mal vorgekommen sein. Aber das ist in Deutschland wirklich unglaublich unwahrscheinlich und halte ich für ein Gerücht. Ich hatte noch nie was davon gehört, dass das gehen soll, und ich hatte eine Vorlesung, die sich mit Waldbrand auseinandergesetzt hat. Ich vermute, man könnte das mit zwei Dingen verwechselt haben, beziehungsweise es gibt zwei Faktoren, die vielleicht dazu geführt haben, dass man diesen Wurzelbrand, diesen ominösen, für gefährlich hält. Erstens gibt es einen Pilz, der Wurzelbrand heißt und auch in der Lage ist, von Wurzel zu Wurzel sich auszubreiten, dass da vielleicht einfach eine rein sprachliche Verwechslung entstanden ist.
Und zweitens gibt es einen Bodenbrand, wo der Boden selber bzw. die organische Komponente des Bodens brennt. Und das ist was, was man beim Feuermachen dann auch beachten sollte, dass man nicht aus Versehen quasi einen Schwelbrand des Oberbodens verursacht. Und das kann auch besonders gut passieren, wenn man halt eben ein Feuerchen in einer kleinen Mulde macht, wo die Hitze ja immer nach oben und zur Seite hinweg steigt und das dann quasi von der Seite ausgehend der Boden angezündet wird. Es ist gar nicht so realistisch, dass der Boden dadurch angezündet wird, dass auf ihm drauf ein Feuer liegt, weil das strahlt ja wirklich immer nur nach oben und zur Seite hin Wärme ab. Die Tiefe unter dem Feuer direkt, die im Boden so richtig, richtig heiß wird, das ist nicht viel. Und ja, aber möglich ist natürlich auch durch sowas, dass sich das Ganze dann zu schwelen anfängt und dann halt eben der organische Anteil des Bodens schwelt. So, jetzt muss man sagen, was ist denn der organische Anteil des Bodens, wenn ihr das noch genauer wissen wollt. Und da ihr meine Videos guckt, wollt ihr es genauer wissen, sonst würdet ihr das nicht tun. Dazu müssen wir jetzt mal so ganz, ganz grob umreißen, wie ein Boden entsteht. Wir haben zunächst mal einen Stein. Ich würde euch jetzt gerne einen Stein in die Kamera halten, aber ihr kennt mein Problem mit Steinen in meinem Wald. Ne? Besagter Stein ist zuerst ein großer Stein und dann fällt er vielleicht irgendwo runter. Warum auch immer, und zerbricht in zwei kleinere Steine. Dann kommt der Wind und weht er die ganze Zeit drüber und irgendwann reibt er, weil er vielleicht noch Sand aus einer anderen Region durch die Gegend weht, mit diesem Sand diesen Stein klein und irgendwann haben wir nur noch Sand. Dieser Sand wird dann vielleicht nochmal ein bisschen kleiner gerieben, weil er vielleicht auch sich im Fluss befindet und dann im Laufe der Zeit durch das Wasser noch ein bisschen runter gerieben wird und wird immer kleiner. Wir sprechen hier von physikalischer Verwitterung eben. Das ist keine offizielle Definition, aber man könnte sagen, ein großer Stein wird irgendwann zu einem kleinen Mineralpartikel zurück zusammengerieben, wenn man so will. So, wir haben also jetzt irgendwo einen Haufen Sand rumliegen, der von einem großen Stein ursprünglich stammte. Jetzt kommt eine Pflanze, die spezialisiert ist auf einen sehr nährstoffarmen, sehr urtümlichen Lebensraum. Beispielsweise ein Moos. Ein Moos kann sich überall hinhocken, das ist völlig egal, was da ist. Denn das Moos kommt mit den Nährstoffen zurecht, die im Regen drin sind. Also zumindest viele Moose. Und Photosynthese kann es auch. Dafür braucht es ja auch nichts weiter, außer halt eben Regen, Wasser, ne, und Licht. Und Sauerstoff. Und CO2. Und das ist aber auch überall vorhanden. Also so gesehen, jawohl, ja. Dieses Moos stirbt dann irgendwann und was übrig bleibt, ist totes Moos. Und dieses tote Moos ist dann schon mal erste organische Substanz. Jetzt kommt vielleicht eine etwas höhere Pflanze und kann sich jetzt an dieser Stelle tatsächlich auch schon ansiedeln, weil über diesem Sand schon eine ganz kleine Schicht von totem Moos ist, was dann schon wieder Nährstoffe enthält. Nämlich alles, was das Moos bisher aus dem Regen an speziellen Nährstoffen aufgenommen hat, die in diesem Sand da unten, der völlig nährstofflos ist, fehlen. Also eine andere, ein bisschen anspruchsvollere Pflanze kann also aus den toten Resten des Mooses die für sich benutzen und damit dann schon wieder mehr Biomasse aufbauen. Wieder mit Hilfe der Photosynthese. Und diese Pflanze stirbt dann auch irgendwann. Dann liegen da die Überreste des toten Mooses, die vorher von dieser Pflanze aufgenommen wurden, plus die paar Nährstoffe, die diese Pflanze, die vielleicht schon eine Wurzel besitzt, doch aus diesem super nährstoffarmen Sandboden rausziehen konnte und in sich gespeichert hat, liegen da jetzt rum. Es sind also wieder ein bisschen mehr Nährstoffe. Es ist wieder ein bisschen mehr Häufchen an braunem Zeug, wenn man das jetzt mal ganz einfach ausdrücken möchte. Und jetzt kommt wieder eine noch weiterentwickeltere Pflanze, die vielleicht noch ein bisschen größer wird, findet jetzt noch mehr Nährstoffe, noch mehr braunes Zeug rumliegen und kann wieder ein bisschen näher wachsen. Hat vielleicht noch eine weiter spezialisierte Wurzel, die möglicherweise schon mit einem Pilz symbiotisiert ist und also eine Symbiose mit dem Pilz eingegangen ist. Mykorrhiza-Pilz heißt er dann. Jeder Baum hat einen Fußpilz. Wichtige Grundregel im Wald. Der dann in der Lage ist, durch seine speziellen Eigenschaften als Pilz noch mehr Nährstoffe aus diesem nährstoffarmen Sandboden rauszuziehen, weil er auf sowas halt eben spezialisiert ist. Deshalb kann die Pflanze da noch besser wachsen und irgendwann stirbt die wieder, fällt wieder tot um und wir haben dann erstens mal da oben noch mehr Schmodder rumliegen, der halt Nährstoffe für weitere Pflanzen darstellt und die ganzen Wurzeln der bisherigen Pflanzen, die eine Wurzel bilden konnten, bilden natürlich auch so ein bisschen Schmodder innerhalb dieses Sandes, weil die werden ja auch dann entsprechend umgesetzt, bakteriell. Mittlerweile sind auch ein paar Bakterien da, die sind ja sowieso fast überall. Und wir haben dann immer mehr organische Substanz in unserem ansonsten sehr nährstoffarmen Sand.
und immer mehr Generationen von Pflanzen schließen diesen Sandhaufen in Anführungszeichen immer weiter auf, geben durch ihre Wurzeln auch sogenannte Wurzelexudate ab, beispielsweise biologische Säuren. Mit diesen Säuren greifen sie dann unseren Sand wieder an und lösen aus dem Sand dann wieder verschiedene Stoffe, die für Pflanzenwachstum notwendig sind. Beispielsweise Kalium, nur um mal irgendwas zu nennen. Oder in diesem Sand ist aus irgendwelchen Gründen, weil er von weit her vom Wasser hergespült wurde, sogar noch ein bisschen Calcium drin, aus den Alpen beispielsweise. Calcium, das man irgendwo weiter weg in Deutschland findet, kommt ganz oft über irgendwelche Flüsse, die dann doch letztendlich mal aus den Alpen gekommen sind, dann irgendeine Verbindung haben mit einem großen Fluss, der dann wieder irgendwo anders hinfließt, findet man oft an solchen Flüssen eben dann ein gewisses Maß an Mineralien, die in der weiteren Landschaft gar nicht vorkommen, weshalb Auenböden eben auch immer so fruchtbar sind. Boah, jetzt schweife ich schon wieder ab. Unser Boden setzt sich also immer, grundsätzlich jeder Boden, naja, fast, bis auf ganz, ganz wenige Ausnahmen, setzt sich aus einer organischen Komponente durch eben Organismen, die toten Hinterlassenschaften von Organismen und einer mineralischen Phase in Form von zerkleinerten Steinen, ganz einfach ausgedrückt, zusammen. Und diese mineralische Phase wird in diesen, ja, zerkleinerten Stein langsam einbearbeitet und es entsteht zwei Dinge. Erstens mal ein Gemisch aus mineralischer Phase und organischer Phase. Das Ding nennt man AHA-Horizont, das ist der humose Oberboden. Wenn ihr im Wald irgendwo ein Loch grabt, findet ihr den. Es muss nicht tief sein. Also es reicht das Loch, in dem man noch mehr organische Substanz im Wald deponiert. Ja, auch sowas zählt übrigens ganz offiziell zur organischen Substanz. Wenn ihr jetzt allerdings nicht so ein tiefes Loch grabt und einfach nur hier das Laub, was auf dem Waldboden rumliegt, ein bisschen zur Seite scharrt, dann findet ihr unter dem als Laub erkennbaren Laub, das noch sehr wenig verrottet ist, eine weitere Schicht mit schon so leicht verrotteten Blättern. Also man kann schon noch erkennen, dass das mal Blätter gewesen sind, die sind aber schon leicht zerkleinert und leicht umgesetzt. Und darunter findet ihr dann je nach Waldboden, das ist variabel, es gibt verschiedene Formen von Humus, eine Schicht, die noch zersetzter ist und schon noch weniger als Blatt aussieht. Und diese Schicht ist dann schon der, ja, organische Feinboden, wenn man so möchte. Das ist zwar noch ein rein organisches Material, das fehlt jetzt hier in meinem Humus weitestgehend. Ich würde euch das sonst besser zeigen können, aber habe ich hier halt eben nicht. Ja, und das ist dann halt quasi die am ehesten umgesetzte Form des organischen Materials, die ist schon weit verwittert und diese wird dann quasi von oben in den Mineralboden eingearbeitet und wird eben zu diesem Mischmasch aus organischer Substanz und Mineralboden. Das ist auch immer die fruchtbarste, der fruchtbarste Bereich im Boden, dieser obere Übergangsbereich. Da gibt es alle Nährstoffe, die man als Waldpflanze zum Leben so braucht, im Idealfall. Sand selten fehlt mal was, aber damit kommen die Pflanzen ja auch einigermaßen klar. Gut, das war jetzt ein langer Exkurs, weil ich halt gerade am Labern war, zu Grundlagen der Bodenkunde, so ein paar Worte eben. Warum ist das jetzt interessant? Weil wichtig ist jetzt die Umsatzrate dieser organischen Substanz, die sich auf unserem Boden befindet. Da gibt es, so wie in diesem recht fruchtbaren Buchenwald, in dem ich mich hier befinde, Fälle, da fällt das Laub auf den Boden, das macht den Hauptanteil der organischen Substanz aus, weil die Bäume ja jeden Herbst ihr ganzes Blätterkleid runterschmeißen. Das kommt unten an, das wird sehr schnell umgesetzt und ist dann schon im Boden drin, in dieser Kombination aus mineralischer und organischer Phase. Dieses Mischmasch, das brennt nicht. Das enthält zwar organisches Material, das per se immer brennbar ist, ist immer eine Kohlenwasserstoffverbindung und die ist immer brennbar grundsätzlich. Aber eben durch diese mineralische Komponente, damit dass da jede Menge, ja, Sandkörnchen jetzt im einfachen Fall eben drin sind, brennt das nicht. Das kannst du vergessen, das brennt niemals. Das ist bei Böden so, die eben eine gute Umsetzung haben. Das Zeug fällt runter, wird sofort quasi umgebaut, abgebaut zu so einem feinen Material und in den Boden eingetragen. Von eben verschiedenen Mikroorganismen, Pilzen, Regenwurm und so weiter. Der Maulwurf spielt da auch zum Beispiel eine Rolle, wenn man mal ein großes Tier haben möchte. Sämtliche Bodentiere sind daran beteiligt und natürlich eben auch die Pilze. So,
Jetzt gibt es aber Fälle, in denen ist die mikrobiologische Umsetzung von der organischen Substanz, die auf den Boden fällt, bescheiden. Das kann zum Beispiel dann der Fall sein, wenn es einfach so kalt ist, dass zwar Pflanzen so gerade noch super langsam wachsen können, aber das, was sie dann an totem organischem Material fallen lassen, befinden wir uns zum Beispiel jetzt mal in Sibirien, in der Taiga, ist erstens nicht viel und zweitens wird es unglaublich langsam umgesetzt, weil es kaum Bodentiere gibt, die in dieser Kälte leben können. Es gibt nur wenige Pilze, die damit zurechtkommen und es gibt auch nur ganz wenige Bakterien, die mit dieser dauerhaft kalten Temperatur vernünftig arbeiten können. Bakterien haben ja keine Möglichkeit, sich warm zu halten, die sind enorm temperaturanfällig. Pflanzen kommen mit kalten Temperaturen noch immer besser zurecht als Bakterien. Ergo, netto haben wir eine Anreicherung von organischem Material. Es fällt mehr tote Pflanzenmasse an, als in der gleichen Zeit abgebaut werden kann. Die häuft sich also immer weiter an und wir haben irgendwann auf unserem Boden ein ganzes Paket an totem Pflanzenmaterial rumliegen. Meistens ist das in kalten Regionen nicht weiter schlimm und es passiert in der vielleicht auch viele Jahrtausende lang gar nichts. Dann bildet sich aus diesem ganzen Pflanzenmaterial, das immer dichter und immer dichter und immer dichter wird. Und irgendwann entsteht ja auch ein gewisser Druck, dann irgendwann Torf. Und ja, jetzt kommt der Bushcrafter. Und der Bushcrafter will ein Feuer machen. Und der Bushcrafter macht ein Feuer in einer Landschaft, in der es jetzt lange Zeit aus irgendwelchen Gründen nicht geregnet hat, in der es aber jede Menge Torf gibt. Und dieser Torf ist tatsächlich mal ausgetrocknet, weil wir aus irgendwelchen Gründen so einen richtig trockenen Sommer haben. Und der dauert auch schon lange genug. Und der Bushcrafter macht aus diesem Torf ein Feuer. Dann ist es gar nicht unrealistisch, wirklich gar nicht so unrealistisch, dass dieser Torf zu brennen anfängt und ein Schwelbrand eben sich in den Torfkörper hineinfrisst. Dieser Torfkörper ist riesengroß und wir bekommen einen riesigen Torfbrand. Das wäre zum Beispiel so ein Fall, was man dann als Bodenfeuer oder Wurzelfeuer, wenn man so möchte, bezeichnen kann, weil irgendwann sind natürlich die Wurzeln, die sich nicht in der organischen Auflage befinden, in der Regel, es gibt Ausnahmen, sondern schon im Mineralboden unten, dass die dann auch betroffen werden, weil die Hitze so groß ist, dass dann selbst eine Wurzel anfängt zu brennen, selbst wenn sie noch einigermaßen vernünftig wasserversorgt ist. Ein anderer Fall, wo sich organische Substanz anreichern kann und es dann möglich ist, dass diese anfängt zu brennen, ist in enorm trockenen Gebieten. Dass sie dann gut brennt, macht übrigens natürlich Sinn. Aber auch in sehr trockenen Gebieten ist eben die mikrobielle Umsetzung stark gehemmt, denn ohne Wasser funktionieren Bakterien, die organische Substanz umsetzen sollen, nicht, auch wenn es da vielleicht warm ist und so an sich gut könnten, aber es ist einfach zu trocken. Pilze können ab einer gewissen Trockenheit auch nicht mehr so richtig. Die brauchen auch immer so eine gewisse Feuchte, ein gewisses feuchtes Milieu, um vernünftig arbeiten zu können. Und auch in so einer Landschaft akkumuliert sich eben entsprechende tote Biomasse auf dem Boden als Auflage. Sowas haben wir beispielsweise regelmäßig dann in Australien, wo dann regelmäßig ein Buschbrand entsteht. Das ist zum einen natürlich auch die ganzen Gräser und so weiter und so fort, die sich da auf dem Boden befinden. Da brennt aber auch immer die organische Auflage des Bodens zu einer gewissen, ja, in einer gewissen Tiefe quasi mit ab. In solchen Landschaften ist es wirklich nicht schwierig, den Boden anzuzünden, wenn man nicht vorsichtig ist mit Feuer, und da kann dann sowas wirklich gut passieren. Und die Gefahr ist vor allen Dingen deshalb gegeben, weil man das nicht merkt. Das ist ja ein Schwelbrand, der raucht nicht groß, der erzeugt keine sichtbare Flamme. Das kannst du dein Feuer gelöscht haben und denken, ja okay, jetzt ist alles in Ordnung, jetzt gehe ich nach Hause, aber in Wirklichkeit brennt es unter deinem Feuer bzw. neben deinem Feuer, kreisförmig breitet sich um dein Feuer aus, ein Schwelbrand. Nicht im Boden, sondern eben in der organischen Auflage. Der Mineralboden, der brennt nicht. Das wollte ich nur noch mal betont haben, dass das jetzt bloß keiner glaubt. Ja, und sowas ist auch schon in Deutschland vorgekommen, wo es auf jeden Fall eine Rolle gespielt haben wird, mitbeteiligt sein wird, ob es dadurch entstanden ist oder nicht, das weiß der Geier. Aber als es da mal gebrannt hat, kam es auch zu einem Brand der organischen Auflage. Das ist der größte Waldbrand, den wir in der deutschen Geschichte hatten bisher. 1975 in der Lüneburger Heide. Da ist die Heide gebrannt, der Wald um die Heide gebrannt und die Moore in der Heide auch so ein bisschen mitgebrannt. Da hat eigentlich wirklich alles gebrannt, darunter auch die organische Auflage. Ja. Wo gibt es das jetzt heutzutage noch? In welche Wälder sind denn prädestiniert? Wo muss man da besonders aufpassen? Könnt ihr ganz einfach testen, bevor ihr ein Feuer macht.
Nehmt mal eine Handvoll Boden, wenn ihr feststellt, ihr habt einen Haufen Sand in der Hand, weil kaum organisches Material, kaum Blätter, kaum zersetzte Nadeln, das ist schon noch als sowas zu erkennen. Wenn davon einfach wenig auf eurem Boden rumliegt, ihr sowas nicht finden könnt, dann habt ihr auch kaum organische Auflage und dann kann euer Boden auch nicht brennen. Wenn das nur so eine dünne organische Auflage ist, das spricht übrigens für eine hohe Bodenfruchtbarkeit, je dünner die organische Auflage, desto besser die Bodenfruchtbarkeit, dann braucht ihr keine Sorgen haben, dass ihr in irgendeiner Form einen Bodenbrand oder Wurzelbrand oder sonst was im deutschen Wald irgendwie erzielen könnt. Also da, man soll ja natürlich immer super vorsichtig sein, wenn man ein Feuer macht, sofern man das übrigens darf. Ja, Feuer machen, nicht böse, wenn man es nicht darf. Also dass man es schafft, den Boden anzuzünden in so einem Wald, sehr ausgeschlossen. Jetzt, in einem Nadelwald, grundsätzlich ist nämlich Nadelstreu viel schlechter umzusetzen als Laubstreu, kommt es dann wirklich relativ häufig vor, dass man solche Pakete mit ja, mehr oder weniger zersetzten Nadeln auf dem Mineralboden findet. Und so ein Paket in einem reinen Nadelwald, zum Beispiel Kiefer wäre prädestiniert, Fichte ist auch nicht viel besser, sowas kann dann schon anfangen zu brennen. Und wenn ihr in sowas euer Feuerchen machen wollt, also da drin oder da drauf, bitte nicht. Bitte vorher entsprechend eine Kuhle machen und dann die organische Substanz schön zur Seite kehren, dass ihr euer Feuer auf dem Mineralboden entfacht. Weil dann kann wieder nichts passieren. Mineralboden absolut unbrennbar. Das ist quasi nur ein Haufen Sand. Wie gesagt, ist es nicht wirklich, aber ich muss es ja irgendwie einfach erklären. Yo. Solche Wälder gibt es dann zum Beispiel um Berlin drumherum, bei Nürnberg sind ein paar, insgesamt so eher im Osten, bisschen weniger im Westen, gibt aber auch Ausnahmen. Heidelandschaften, Moorlandschaften sind auch immer so ein bisschen prädestiniert und grundsätzlich je mehr Nadelbäume im Wald, desto schlechter, je mehr Laubbäume, desto besser. Müsst ihr dann schon irgendwie versuchen, selber zu entscheiden, wie jetzt das Risiko ist, hier halt eben die organische Auflage des Waldes anzuzünden. Tatsächlich ist es übrigens ganz oft so, dass genau das nämlich das ist, was im Wald brennt. Wenn ein Waldbrand entsteht, ist es fast immer nicht so, dass irgendjemand einen großen Stapel Holz angezündet hätte und der nächste Baumstamm anfängt nach oben zu brennen und schon haben wir ein Kronenfeuer. Wir haben meistens erstmal ein Bodenfeuer, das dann bei entsprechender Hitze irgendwann durch die Hitze von unten die Kronen auch entzündet. Sozusagen spontane Selbstentzündung in E. Da gehen schon die Flammen dann auch am Stamm irgendwann nach oben. Entstehen tut sowas ganz oft wirklich erstmal durch das Brennen des humosen Oberbodens, des Humus, der Auflage. Die kann nämlich auch gut eben austrocknen im Sommer. Habe ich mich jetzt schon 17 Mal wiederholt. Ich glaube, es hält sich noch in Grenzen. Mehr brauche ich, glaube ich, jetzt wirklich nicht mehr sagen. Jetzt bin ich auch lang genug im Wald gewesen, um wieder nach Hause zu gehen. Jetzt hat es sich gelohnt und deshalb mache ich das jetzt und wünsche euch noch einen schönen Abend. Macht's gut.